Ja, hallihallo und herzlich willkommen wieder bei Mafia 3 und herzlich willkommen auch auf meinem Kanal Captain André. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder vorbeischaut und euch hier die Videos von mir anseht. Und ja, wie gehabt, ihr dürft gerne mal den einen oder anderen Kommentar hinterlassen. Und ein Abo von meinem Kanal ist natürlich auch immer eine feine Sache. Von daher, das sind so Sachen, über die freue ich mich. Jo, und wir sind hier stehen geblieben bei einem Story-Auftrag hier Pagani niederzumachen. Und hier ist auch gerade der Questgeber zu sehen. Da werden wir mal schauen, ob der noch irgendwas Neues für mich hat. Marcanos halbe Organisation entstand durch illegale Frachtgeschäfte. Aber der hat nicht wirklich was Neues. So, werden wir uns mal hier jetzt nach draußen begeben und schauen, was denn die Karte spricht, wo ich mich jetzt hinbegeben darf. Ihr seht, ich habe hier auch noch ein bisschen was offen. Wegen dem Viertel hier. Ich kann das im Moment noch nicht übernehmen. Ach ja, genau. Und ich habe das letzte Mal auch entdeckt, dass ich hier unten noch eine Verbindung nach Kuba habe. Den Schmuggel. Das werden wir jetzt mal noch abschließen. Das mache ich jetzt mal zuerst, bevor ich in der Story weitermache. Und mal schauen, was da dann noch rausspringt. Vielleicht komme ich ja dann zumindest mal mit dem Viertel von hier vorwärts hoch und kann das dann vielleicht mal noch abschließen. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, was die Geschichte hier noch bringt. Jetzt zischen wir mal zum nächsten Ziel. Naja. So kann man auch sein Auto zu Schrott fahren. Was ist jetzt das? Wieso schwenkt jetzt die Kamera einfach um? Aber ich sehe schon, hier gibt es jede Menge zu tun. Da vorne war der Haupteingang. Eigentlich habe ich nicht wirklich Lust, so weit zu laufen. Ja, ja, motz dir mal rum. Rutscht ihr mir mal den Buckel runter. Ah, das ist doch gut. Ein bisschen nach oben und den Schwung mitnehmen. Okay. Na gut. Gehen wir mal hierher, da kann ich mich dann zur Not verstecken, wenn mich jemand hier suchen sollte. Ich bin in Tekfor. Bin so ziemlich mit allem knapp. Komme schon, nur einen Augenblick. Da haben wir schon unseren ersten Spaß.
was? Nee, da taucht kein weiterer auf. Und da steht eine wunderschöne Kobra. Sag mir mal, was du hast. So, Munition werden wir mal aufbauen. Dann schauen wir hier mal durch, was wir an Ausrüstung noch brauchen. So, und damit geht das Geld nämlich ganz schnell dahin. Gut, das ist mal das eine. Und dann holen wir mal noch hier die... Ich hab hier Cash zu übergeben in Tech 4 Harbor. Da kann ich dir im Moment nicht okay. helfen, tut mir leid. So. Damit sind die nächsten Gegner erstmal erledigt. Huch. Yep, Sekunde. So, und dann holen wir jetzt doch mal die Konsuliere. Schick mir jemanden zum Bargeld abholen. Bin gleich da. Willst du was einzahlen, Carlo? So, dann kann ich schon mal nichts verlieren, wenn's... Was war jetzt das? Als hätte jemand auf mich geschossen. Aber hier ist weit und breit nichts zu sehen. Hä? Da! Du traust dich hier raus. Da hat also doch jemand auf mich geschossen. Hier ist aber auch nichts und niemand zu sehen. Auch interessant. Scheiße haben wir ihm zu verdanken. Los geht's! Ich treibe ihn raus! Dann treib mal.
verdammt! Das Arschloch ist abgelassen. Was gefunden? Er ist hier, genau hier. Erwischt. Hab was gefunden! Ich auch. Verflixt. Erwischt ihn nicht. So, jetzt. So. Mit ein bisschen Geduld ist es, glaube ich, gar nicht so schwer zu knacken. So. Ich bin in Tickform. Bin so ziemlich mit allem knapp. Komme schon, nur einen Augenblick. Brauchst du irgendwas? Okay, zeig, was du auf Lager hast. So. Das sollte dann erst reichen. Das gilt. Schick mir jemanden zum Bargeld abholen. Ich bin gerade auf dem Sprung, muss woanders hin. Ruf mich später nochmal an. Na schön. Er ist hier, genau hier. Lass mich mal nachsehen. Kommst du jetzt runter? Aha, der läuft mir glatt in die richtige, in die Falle. Oder auch nicht. Thank you.
So. Ich glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Holland Bros. Frachttransporter. Schadenssumme erreicht. Du bist nichts als eine neue Kerbe für meinen Gürtelwichser. Der ist nach Hause gerannt. Scheiße. Der Pisser ist nicht hier. Doch hier. Vielleicht ist der da drüben. Muss ich vom Abgerade, war der Penner noch hier? Ja, aber das Arschloch ist hier noch irgendwo. Okay, wo wollt ihr ihn dann suchen? Er hat einen von uns erwischt. Komm näher. Ja, dich habe ich auch erwischt. Sag, was du zu sagen hast. Schwein an, nicht mehr. Ach, das war wohl der letzte. Schön. So. Da passiert nichts. Okay, also, das schaut erfreulich gut aus. Huch. Ich wollte eigentlich auch keine Granate werfen. Ich erwischte bloß immer irgendwie den falschen Knopf. Ja, und es schaut tatsächlich so gut aus, dass ich jetzt hier... wie soll ich sagen? Das Viertel wohl demnächst übernehmen kann. Die Schadenssumme ist erreicht, die ich brauche. Und dann schauen wir mal, wo das Ganze hier weitergeht. Ist doch nett. Okay, dann schauen wir mal, wo mich jetzt die nächsten Aufträge hinführen. Und vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Zeit hier, uns um Pagani zu kümmern. Und den Knilch auch noch eins auf die Mütze zu hauen. Eieiei, mir fliegt schon wieder das Blech weg. Meine schöne Motorhaube. Time.
eine Fuhre mehr raus nach Kuba. Großartig. So, wenn du annimmst, werden alle verbliebenen Geschäftsziele entfernt. Okay, was spricht die Karte? Die spricht eigentlich gar nichts mehr. Außer, dass hier noch zwei Verteilerkästen offen sind. Aber nachdem ich jetzt auch den entsprechenden Schaden angerichtet habe, kann mir das eigentlich wurscht sein. Sie haben es irgendwie geschafft, sowohl den Kommunisten als auch den Gangstern ans Bein zu pissen. Pops Holland soll ihretwegen am Arsch sein. Solche Wichser trifft man am besten, wenn man ihnen an die Kohle geht. Ha, stimmt. Hab gehört, Frank hat Pops gesagt, er soll seinen Arsch zum Frachthof schaffen. Pops geht nirgendwo hin, bevor er nicht mit ihnen fertig ist. Soll ein harter Brocken sein. Einer, der überlebt. Danke für die Warnung, Pablo. Aber ich hatte schon Schlimmeres als Pops. Holen Sie sich diesen Kommunistenfreund Holland, dieses Stück Scheiße. Bin in Tick vor. Schick mir jemanden zum Bargeld abholen. Bin gleich da. Irgendwas, das ich für dich aufbewahren soll. Pass gut drauf auf. Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Los! Ich brauche eine neue Kiste in Tickford. Ei, ich bringe ihn dir sofort rüber. Ich bin in Tickford. Bin so ziemlich mit allem knapp. Bin gleich da. Vier Räder und ein Motor. Alles, was du brauchst. Ich weiß, dass du schätzt. Alles, was du siehst, kannst du kaufen. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Honda. Abgeschlossen. Bin hier weg. Sandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei den Telefonen brauchen. Warte mal eine Sekunde. Grundgütiger, s'il vous plaît, lass mich das überleben! Rennt um euer Leben! Rennt, so schnell ihr könnt! Los, los, los!
verarbeitet ausführen? Alice Holland? Denk dran, dass ihr Vater dein scheiß Boss ist. Ihr Bruder ist ein gemeingefährlicher Junkie. Du denkst also, dass... Lass uns diese Ficker hier am Hafen platt machen. Na klar, jetzt bin ich gleich da. Weiter so! Wir schaffen sie! Voll im Visier. Ich werde wohl schnell noch. Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei dem Telefon brauchen. Ich würde das gern für dich erledigen. Müssen mal dran glauben.
Ich hoffe, ich gehe hier nicht so weit, Pops, aber wir sollten nicht mit diesen scheiß Kommunisten zusammenarbeiten. Oh, deren Geld hat die gleiche Farbe wie das aller anderen. Das ändert nichts daran, dass Kuba kurz davor war, uns ein paar Atombomben in den Arsch zu rammen. Hör mal her. Ich hasse diese dreckigen Roten genauso wie jeder andere. Aber wenn ich nur mit Leuten arbeiten würde, die ich mag, wäre ich pleite und würde in der Gosse leben. Kümmert euch bloß um den Nigger und überlasst die Kubaner mir. Willst du mich verdammt nochmal? Scheiße, Scheiße, Scheiße! Dreckigen Finger von mir, du Hurensohn! Natürlich.
Wenn wir Tech 4 Harbor halten sollen, brauche ich ein paar deiner Leute. Damit können wir den gesamten Bezirk sichern. Du erkennst, wenn einer Talent hat. Muss ich dir lassen. Was Lincolns Vermächtnis angeht, bin ich ehrlich gesagt unschlüssig. Einerseits war er ein brutaler Krimineller, der Gott weiß, wie viele Menschen getötet hat. Eine neue Art von Gangster, der Prototyp des Kriminellen der Zukunft. So einer wie er hat es nicht verdient, dass er in die Geschichtsschreibung eingeht. Er gehört vergessen. Ausgelöscht. Aber ich sehe natürlich auch, dass Lincoln Clay der italienischen Mafia in dieser Stadt einen schweren Schlag versetzt hat. Was dem FBI nicht gelang, das gelang Lincoln, sie zu vernichten. Wo er nicht ganz Unrecht hat? Ja. Es ist wirklich ein Schwerverbrecher, gar keine Frage. Wie geht es, Sir? Wir haben einen starken Willen. Keiner nimmt uns den Laden weg. Wir machen sie stolz. Jo, damit haben wir doch tatsächlich endlich noch das Quartier, nein, das Viertel fast in unserem Besitz. Das ist sehr nett. Jetzt ist nur die Frage, ey Mann, wo ist mein Auto? Da. Und wie komme ich da jetzt ran? Aha, da habt ihr das geparkt. Dankeschön. Gut. So, das heißt, aber trotzdem, ich muss mich jetzt mal hier noch mit Pagani auseinandersetzen. Na dann. Greifen wir es an. Mal schauen, was da mich jetzt erwartet. Fast 200 New Yorker Polizeibeamte, außer Dienst in Zivil, sind heute in einem Brooklyner Gerichtsgebäude mit Schlagstöcken auf Mitglieder der Black Panthers losgegangen. Die außerdienstlichen Polizisten gehören einer informellen Organisation namens The White Tigers an. Davon erholt er sich nicht mehr. Schnapp!
von außen durch das Gitter sauber erschossen. Das macht doch mal einer nach. Bin ich gut oder bin ich gut? Aber eindringen kann ich hier immer noch nicht. Der Boss stinkt sauer. Er ist... Ah! Hey, hier drüben! Ich komme da hinten rum rein, so wie es ausschaut. Okay. Oder auch nicht. Also der Zugang ist gesperrt. Ich bin ein Tick vor. Bin so ziemlich mit allem knapp. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Genau, du hängst hier nämlich auch an dem Container fest. Säcke. Brauchst du irgendwas? Jetzt bist du dran, Motherfucker! Hier! Es geht. Hier drüben! Wie kam der jetzt da durch, wenn ich da nicht durchkomme? Gutes Timing! Ich glaube, das war's erstmal. Guck mich an, wenn du mich brauchst. Ich würde gern ein bisschen Geld loswerden, den Tick vor habe. Etwas Geduld, bin sofort da. Irgendwas, das ich für dich aufbewahren soll? Wehe, du verlierst das. Wen unterwegs? Melde dich, wenn du mich brauchst. Hier kannst du nicht rausgekommen sein. Hier kannst du dich auch nicht durchgequetscht haben. Nach der Logik. Also wie kommt's, dass du dann da trotzdem da durch bist? Das ist doch Verarsche. Hab dich, du Arschloch! Schreib mich in die Ecke! Ich komm hier nicht weg! Zugang. Also dann machen wir uns mal hier breit. Da ist nix, da komme ich nicht weit. Jo! Schadenfreude ist doch manchmal die schönste Freude.
Ups. Ich sage mal, wie haben die sich denn hier bitte abgeschottet? Kommst da ja irgendwie gar nicht rein? Ohne hier irgendwie über eine Mauer zu gehen? Bin ich nicht gleich auf die Idee gekommen. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Du machst gar nichts. Du machst dich vom Acker. Es gibt Ärger, Jungs. Arschloch, gute Nacht. Du bist tot und du merkst es nicht. Verdammt, nein. Ist die Frage, auf wen deine Aussage jetzt zutrifft? Eigentlich auf dich, oder? So. Ich will nicht sterben. Verdammt, nein! Ich will nicht sterben. Ja. Verdammt, nein! Du jammerst. Hat sich ausgejammert. Ich bin draußen am Hafen und brauche Nachschub. Bin gleich da. Siehst du was, was du brauchen kannst? Okay, zeig, was du auf Lager hast. So, Ausrüstung. Bin ich alles voll? Okay, oder habe ich alles voll? Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Für den Tick vor. Schick mir jemanden. Bevor ich jetzt weitermache. Da kann ich dir im Moment nicht helfen, tut mir leid. Wo ist mein Geld? Okay, habe ich gerade aufgebraucht, was ich in der Hosentasche hatte. Auch gut. Dann schleichen wir uns doch mal an Bord von der Tanager. Oder Tanager, oder wie sie heißt, Tanager. Aber ich würde nie mit meinem eigenen Geld zocken. Das ist doch besser als die Italiener. Natürlich, alle zusammen.
Bin ich schon unterwegs, beim zu essen holen. Irgendwo da hinten ist die Treppe und ein Abgang. Hui. Da stand ich ein bisschen zu nahe dran. Finde Paganis Auto. Fordert der Kerl Frank zu einem Rennen um die Papiere raus. Aber dann kriegt das Arschloch Muffensausen und tritt nicht an. Und das ist sein Schlitten? Mit dir lasse ich mir richtig schön Zeit. Da ist er, los! Komm und hol mich, Junge! Umzingeln! Umzingeln! Was glaubst du, was ich mache? Scheiße, er ist weg. Ich bin nicht weg. Ich bin am Hafen. Setz unsere Jungs auf diese Arschlöcher an. Klar, wir kommen gleich rüber. Hab ihn getroffen. Hab ihn getroffen. Bevor du erwischt wirst! So, und jetzt? Was ist jetzt? Ach, entkomme. Ah, das ist jetzt mein Job. Töte Pagani, Vorbereitung abgeschlossen. Danke Jungs, danke. Manchmal ist es doch echt gut, noch eine helfende Hand an der Seite zu haben. Und so ein Überfallkommando bestellen zu können. Manchmal hilfreicher als man denkt. So.
führt mich das jetzt hin? Ah, zu Donovan. Ich krieg ein Signal von dem Gerät, das du an Frank Paganis Wagen angebracht hast. Er ist also wieder in der Stadt. Und bestimmt ganz wild darauf, deine Bekanntschaft zu machen. Da würde ich drauf wetten. Das Signal ist stabil, den Rest schaffst du allein. Benutz den Tracker, den ich dir gegeben habe. Bis später. Okay. Finde Paganis Wagen. So, jetzt ist nur die Frage, wie nutze ich diesen Tracker? Kann ich den hier unten auswählen? Nö, kann ich nicht. Gibt's in den Optionen hier irgendwas? Steuerung, Tastenbelegung. Spielerbewegung, Fähigkeiten, Nahkampf. Fahren. Interagieren, Q, Zeitlupen fahren mit Feststelltaste. Zeitlupen schießen mit Leertaste. Jetzt. Ach Scheiße, nein. Raus hier. So nicht. Mit der Leertaste. So kann ich tatsächlich in Zeitlupen fahren. Ach, das ist... Das ist der grüne Balken hier fürs Zeitlupenfahren. Oh Mann. Ey, manche Sachen hätten wir echt eher wissen müssen. Trotzdem bleibt die Frage, wie finde ich jetzt Paganis Auto? Hier ist er. Okay. Hier finde ich wohl ein paar Typen. Und was auch immer. Interessant. Was auch immer das hier ist. Für Makano zu arbeiten war immer ein Job fürs Leben. Mein Vater, mein Onkel. Klar haben die auch Kämpfe gegeben, aber die haben alles weit überstanden. Ich hab's anscheinend schon gefunden, schneller als ich dachte. Okay.
Nein. Nicht aussteigen, ich wollte eigentlich gucken. Scheint der richtige Ort zu sein. Finde einen Weg hinein. Wartet mal kurz. Hast du Frank gesehen, als er ankam? Der alte Bastard sieht 20 Jahre älter aus. Bei dem ganzen Ärger mit Castro, dem Nigger und den 50 Riesen da drin, kann ich das gut verstehen. Was zum Teufel war das? Verdammt, was war das? Ich finde raus, was das war. Okay, dann komm zu Papi. Es ist nett, wenn ihr so alle der Reihe nach zu mir kommt. Da freue ich mich aber sehr. Aufgepasst, jetzt geht's gleich.
Frank ab! Frank, ein in den Magen und ich zieh weg hier! Wo ist mein Auto? Na, mal sehen, ob du es noch drauf hast, Frank. Mist. Als Frank Pagani entkam, geriet Lincolns Plan ins Stocken, wodurch Sal Marcano Zeit bekam, ihn zu finden und zu töten. Oh. Okay. Scheint der richtige Ort zu sein. Für Marcano zu arbeiten war immer ein Job fürs Leben. Mein Vater, meine Onkel. Klar gab's auch Kämpfe, aber die sind immer mit heiler Haut rausgekommen. Was willst du damit sagen, Junge? Ich habe einfach das Gefühl, als hätte ich die besten Zeiten verpasst. Die goldenen Zeiten. Das ist hier drüben, ihr Flachwichser! Mist, fast hätte ich ihn gehabt. Komm schon. Sehr interessante Sachen gesehen. Eine Menge Blüten und eine Presse. Mir fehlt nur noch die Verbindung zu Kuba. Bitte. Ich habe innere Blutung. Ich brauche einen Doktor. Ich habe eine Frau und drei kleine Töchter. Du willst einen Doktor? Dann erzähl mir jetzt lieber, was ich hören will. Also,
Das ganze Zeug da. Cell hat das alles geplant. Aber die Blüten haben nichts getaugt. Ich sollte noch einen Mann ins Boot holen. Einen gewissen Alvarez. Ein Fischer arbeitet für Castro. Hat er dir auch die Platten gegeben? Platten? Ich dachte, das weißt du. Wegen dem Raubüberfall. Der Raubüberfall? Marcano wollte die Druckplatten der Bank. Ja. Wo steckt dieser Alvarez? Wo? Einer von Tommys Leuten nahm ihn mit. 10, 15 Minuten, bevor du aufgetaucht bist. Wo ist er mit ihm hin, Mann? Wo? Ha! Meine Töchter. Nein. Nein. Fuck! Ich habe 48 Jahre damit zugebracht, Lincoln Clay zu verfolgen, weil er ein Krimineller ist. Furchtbar, was ihm passiert ist, aber... Wissen Sie was? Ich denke, dass... Als er Sammy, Alice und Danny Burke tötete, da wurde klar, was Lincoln wirklich war. Ein Monster. Töte Pagani, Pagani, Ausführung abgeschlossen. Los, komm, fangen wir an. Aha. Ich bin durch mit Frank Pagani. Der Typ wird den Hafen in Tickford nicht mehr als Umschlagplatz nutzen. Das ist jetzt unser Gebiet. Ich habe diesen Teil der Stadt für dich klar gemacht. Und die Jungs freuen sich schon drauf, sich hier möglichst bald häuslich einzurichten. Freut mich, dass wir Marcanos Schwanzlutscher vertrieben haben. Und ich sehe auch darüber weg, dass du mich wegen dem Laden hier nicht angerufen hast, wenn du mir jetzt den ganzen Bezirk gibst. Letztes Mal ist deine Wahl auf mich gefallen. Warum? Weil du weißt, dass ich meinen Scheiß geregelt kriege. Ganz egal wie. Du weißt, ich bin die Einzige, auf die du dich verlassen kannst. Gib mir die Schlüssel zum Königreich. Nicht den Kopf verlieren jetzt. Kannst mich anrufen, wann du willst. Ich warte. Der hier geht ans Skelette. Ich liebe dich. Ja, dich, du herrlicher großer schwarzer Bastard. Du hast eine verdammt komische Vorstellung von Loyalität. Ich werde dran denken, wenn du das nächste Mal bei mir angekrochen kommst und mich um Hilfe bittest. Sind wir durch? Ich müsste nämlich dringend mal kacken gehen. Reden können wir später. Verschwinden wir. Hör zu, ich hab dir ein paar Namen genannt und zahl dich dafür, dass du sie findest. Also erzähl keine Scheiße. Ja, okay. Mach's einfach. Mann, Mann, wenn man nicht alles selber macht, dann... Alles in Ordnung? In dieser Nacht. Sammy war so erleichtert. So hatte ich ihn noch nie gesehen. Durch das Geld dachte er, dass wir alle von Marcano unabhängig werden. Dieser Wichser! Was zur Hölle hat Frank dir gesagt? Marcano hat uns die Bank ausrauben lassen, um an die Geldplatten zu kommen. Georgie musste sich während des Überfalls geschnappt haben. Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Darüber haben wir doch schon geredet. Das ist alles nicht deine Schuld. Doch, genau das ist es. Cell ist wie ein Geschwür, ein Aasgeier. Er hatte immer vor, euch alle reinzulegen. Schon vergessen, was er mit Vito gemacht hat? Er hat deine Familie ermordet. Das können wir nur wieder gut machen, indem wir jeden umbringen, der diesen Haufen Scheiße auch nur angesehen hat. Brauch jetzt einen Schluck Bourbon. Pagani behauptet, Marcano konnte das Geld nicht selbst drucken. Darum hat er einen kubanischen Fälscher namens Alvarez engagiert. Was wissen wir über South Downs? Tommy Marcano ist keiner von denen, die scheißen, wo sie essen. Drum weiß man nicht viel über seine Geschäfte. Er betreibt ein Wettbüro und hat ein Lager für seine Schmuggelware.
Tommy weiß sicher, dass ich hinter Alvarez her bin. Deshalb versteckt er ihn wahrscheinlich an einem dieser Orte. So oder so, ich schnapp ihn mir. Ich werde dafür sorgen, dass Marcano nicht einen einzigen Dollar mit diesen Platten drucken kann. Gut. Ja, das ist schön. Trotzdem sind die Geschäfte im Moment auf Max Profit. Dafür habe ich jetzt einen mehr Gesundheitsbalken dafür. Ein professionelleres Überfallkommando. Das ist jetzt genau das, was ich brauchen kann. Ein... Aha. Verbündeten verloren. Ja, okay. Gefallen verlieren. Wenn du einem deiner Bosse einen Bezirk zuweist, übernimmt er die Kontrolle über die dortigen Geschäfte. Wenn sie bisher einem anderen Boss zugewiesen waren und dir dieser Dienst und Verbesserungen geboten hat, verlierst du diese. Ja, ist bekannt. So, South Downs. Pagani hat dir alles über seinen alten Capo Tommy Marcano verraten, was er wusste. Nun ist es an der Zeit, dir einen Weg durch South Downs zu bahnen und den Wichser persönlich zu stellen. Also, das klingt doch alles Richtung großem Showdown. Und was haben wir hier noch? Capo Tommy Marcano. Durch das Ausschalten von Onkel Lou und Olivia Marcano geht Cells Organisation in Bach runter. Erledige Tommy und du wirst Cells gesamtes Imperium zum Einsturz bringen. Das klingt doch gut. Story-Auftrag freigeschaltet. Glücksspiel. Schwarzmarkt freigeschaltet. Rede mit Grant Perdue oder so ähnlich. Okay, was spricht jetzt die Karte? Was habe ich jetzt hier? Ach, Sammy's Bar. Ach so. Lagere es hier unten im Tresor ein. Ah. Gibt's hier irgendwo... Bin ich denn jetzt hier zu Hause? Also, es gibt im Moment kein Kickback. So, Vito braucht noch einen Gefallen. Okay, das können wir uns eigentlich mal noch antun. Und in einer weiteren Folge würde ich dann sagen, schauen wir uns anschließend South Downs an und versuchen mal hier die ganzen Kästen freizuschalten. Ich vermute ja mal fast, dass das Ding hier auch zu South Downs gehört. Ich schnall's aber gerade nicht da ganz. Ich bin hier. Mein Auto ist da. Jo, das scheint dann da unten diese alte Villa zu sein, wo wir uns die ganze Zeit verkriechen. Na schön. Das heißt, ich brauche jetzt eine Schleuder. Siehste? Ah, der ist jetzt freigeschaltet. Hank ist sicher, dass dich in diesem Blitz nicht mal der Teufel persönlich einholen könnte. Okay. Wie wär's, wenn du mir eine neue Schleuder ins Harlow schicken würdest? Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Vier Räder und ein Motor. Alles, was du brauchst. Ich weiß das zu schätzen. Schlagen, Totenschädel, Nadel den Pupp und natürlich... Heiliger Strohsack. Ganz recht. Das Teil klingt dir übel. Hier spricht die Stimme des Donau. Wie alle Einheimischen... Nur dieser extrem hohe Pfeifton stört drin. Der geht echt ins Ohr. Aber Beschleunigung und Tempo sind jenseits von Gut und Böse. Heieieiei. Krass. Dann rutscht schon.
Was in diese Puppe? Patentlösung für all deine Probleme. Aber es bewirkt leider überhaupt nichts, Leute. Außer, dass es den Typen, dem der Laden gehört, die Taschen füllt. Jo, war schon lange nicht mehr bei dir, Vito. Nachdem die Consigliere immer sich um mein Geld kümmert, musste ich nicht immer bei dir vorbeischauen. Und? Du kannst wieder einen Namen von deiner Liste streichen. Muss der leiden? Was muss, das muss. Darum mache ich es lieber schnell. Wenn das hier Greco-Style ablaufen sollte, hätte ich ihn auch gleich mitbringen können. Mit Greco war es anders. Mehr in der Hitze des Gefechts. Dein Kollege muss ja der Knaller gewesen sein, wenn so viele Typen nötig waren. Ein paar so Schwanzlutscher haben ihn gefickt, als er sie um Hilfe gebeten hat. Und sind alle da unten gelandet. Die Kommission lässt Sal jetzt mehr Spielraum, wie er seine Geschäfte führt. Dafür nimmt er jeden, den sie ihm schicken, in seine Organisation auf. Naja, wo Arschlöcher sind, ist eben auch scheiße. Anwesende ausgenommen. Anwesende ausgenommen. Der nächste ist Luca, dieser paranoide Wichser. Der ist leider untergetaucht. Der verrückte Penner bildet sich ein, dass jemand ihn umlegen will. Weiß gar nicht, wie er darauf kommt. Wenn du ein paar von den Ärschen auf der Straße richtig Dampf machst, werden sie ihn vielleicht verpfeifen. Wenn du nicht aufpasst, kontrollieren nur wir beide unversehens die halbe Stadt. Dachte zwar mal, da gab es noch mehr so Gasflaschen. Aber, ach, da sind sie. Genau. Gut, gut. Bisschen Zielübungen müssen zwischendrin auch mal sein. So. Mann, das Auto ist ja echt der Hammer. Gleich neben Sammys Bar. Okay, die Ausrüstung taugt. Das heißt, ich kann mich jetzt wirklich mal auf die Socken machen. Was will der Kerl? Glaub nicht, dass das eine Ratte war. Ob das gut geht? Ich mach dich fix und alle! Wo finde ich Luca? So schnell wie ihr ich könnt. Weiß nur, dass Luca sich in irgendeinem Lagerhaus versteckt. Haut bloß ab hier! In Position! Jetzt lass es ich, uns zu Ende bringen! Geh um ihn rum! Erwischt! Ich kann hier nicht weg! Du musst auch nicht weg. Mein
Angel, weg hier! Herr, halte deine Hand über mich! Herr im Himmel, verschone mich! Angel, weg hier! Jo, so schnell kann's gehen. Protestiert. Sie sagten, die Wahl beute die Frauen aus und entrollten ein Transparent mit dem Schriftzug Women's Liberation. Dann warfen sie Lockenwickler, Mieder und BHs in eine Mülltonne und verbrannten sie als Folterinstrumente für Frauen. Wie bekloppt ist das denn? Nur was als Folterinstrumente zu bezeichnen und zu verbrennen, ist ja wohl Käse im Quadrat. Danke. Danke für den Baum an der Stelle, weil sonst wäre ich jetzt eiskalt im Fluss gelandet, wo ich nur definitiv nicht hin wollte. Das kommt davon, wenn man es manchmal mit der Geschwindigkeit übertreiben muss. Sandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei dem Telefon brauchen. Warte eine Sekunde. Ich werde ihn aufstöbern! Er tötet unsere ganze verdammte Gruppe! Ja. Umgeh ihn! Hab dich! Er tötet unsere ganze verdammte Gruppe! Bitte! Du bist nicht so gerissen, wie du glaubst. Er tötet unsere ganze verdammte Gruppe! Bitte, lass mich nicht so sterben. Doch. Da! Tötet unsere ganze verdammte Gruppe! Ich gehe in Deckung! Ich habe es! Tötet unsere ganze verdammte Gruppe! Ich hab ihn auch. Zu spät, um abzuhauen, Junge! Geh in Deckung! Ich habe ihn voll im Visier. Blut wurde vergossen. Das ist doch schön. Irgendwie geht es alles ziemlich einfach hier gerade. So. Das ist eindeutig die Richtung. Sieh nach, ob er da drüben ist. So ist der Plan. Aha. Da hinten lümmelst du rum.
Wo hat er sich verkrochen? Scheiße! Er ist weg! Verdammt nochmal! Ich bin nicht weg. Ich habe mich auch nicht verkrochen. Du bist bloß zu blöd, mich zu finden. Das ist alles. Gerade ordentlich was zerrissen. Pizza gibt's. Lasst's euch schmecken, Jungs. Ich versau euch den Abend. Okay, ich sehe es ein. Das heißt, jetzt einfach quer zurück zu Vito. Eieieiei. Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei dem Telefon brauchen. Ich würde das gern für dich erledigen. So kann man auch mal etwas anders abbiegen. Was gibt's? Du wirst eine größere Matratze brauchen für das ganze Cash. 9000. Nur noch ein Name auf meiner Liste. Sag Bescheid, wenn er erledigt ist.
Luca war ein paranoider Feigling. Dario spielt dagegen gern den harten Kerl. Der Wichser hat mich doch tatsächlich angerufen und verzapft, wo er ist. Nicht zu fassen. Was für ein blöder Sack. Hat sich bei irgendwelchen dämlichen Kumpels verkrochen. Geh hin und leg ihn um. Diese reichen Wichser in Frisco Fields haben ihre Laster wie alle anderen auch. Ich werde sie ordentlich melken. Gut, das heißt, es gibt hier also noch weitere Gefallen, die ich Vito tun kann. Indem ich weitere Leute auf seiner lustigen Liste da erledige. Na schön. Dann werden wir das auf Dauer tun, aber ganz ehrlich, erstmal schaffen wir das Geld auf die Seite. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Willst du was einzahlen, Dale? Wehe, du verlierst das. Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Okay, ich denke, wir haben jetzt eine ordentliche Spielzeit erreicht und ich werde mir die restlichen Gefallen von Vito mal in einer weiteren Folge bei Mafia 3 ansehen. Wenn das erledigt ist, können wir, denke ich, auch wieder zur Hauptgeschichte zurückkehren und dort weitermachen. Ist jetzt eh die Frage, was da ansteht. Eigentlich steht da in erster Linie an, Southdowns noch komplett zu erledigen, also nochmal ein komplettes Viertel platt zu machen. Und hier unten finde ich dann irgendwo diesen Dario Murtas. Kämpfe dich durch Marius. Oh, was lese ich denn für einen Krampf zusammen? Kämpfe dich durch Darios Männer und schalte ihn aus für Vito. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich immer, ihr habt viel Spaß und Freude an den Videos, die ich hier mache. Ihr dürft gerne wieder Kommentare hinterlassen oder auch ein Abo von meinem Kanal euch gönnen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr dann wieder vorbeischaut. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, schlaft gut und ja, schaut einfach wieder vorbei. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Captain. Tschüss.